Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute, ja, zeige ich euch einmal das komplette neue Bundesliga-Quartett von Topps. Zum neuen Jahr 17-18. Topps hat die ganzen Karten einmal überarbeitet und ich habe hier ein ganzes Display mit 6 solcher Quartettpackungen. Jede Packung sieht genau gleich aus hier mit Lewandowski, mit Werner, mit Sané, glaube ich, mit Naldo, mit Bender und mit den Augsburger. Den lassen wir einfach mal weg, ne? Den kenne ich nämlich nicht. Keine Ahnung, wer das von Augsburg ist. Und Leute, ich werde mit 6 Quartetts nicht spielen. Ich habe sogar auch noch ein zweites Display hier, Leute. Let's go, Leute. Ja. Dieses Display, also das zweite Display, werde ich mir aber für Livestreams aufbewahren, weil dann kann ich auch in Livestreams ab und zu mal so ein Topps-Quartett an euch verlosen. Aber heute könnt ihr alle da draußen, Leute, alle, die das Video hier gerade sehen, 5 Quartetts gewinnen. Ihr müsst einfach unten in die Kommentare schreiben, wieso ihr ein Quartett haben wollt. Und ihr müsst natürlich auch Abonnent von diesem Kanal sein. Ihr müsst ein Like da lassen und ihr müsst halt den Kommentar schreiben, wieso gerade du. Ja, du, ich sehe dich genau, dich da hinten, ne? Du schreibst doch jetzt schon den Kommentar, ne? Genau du, wieso willst du so ein Quartettspiel haben von Topps? Schreib's unten in die Kommentare rein. Die lasse ich mir hier so liegen. Auflösen werde ich in circa einer Woche. Und ich präsentiere euch die ganzen Karten jetzt hier noch einmal. Auf Instagram habe ich euch schon eine Karte gezeigt, nämlich die Legende einfach. Leute, Sandro Wagner ist hier mit dabei. Sandro Wagner ist hier mit dabei und ihr habt auch in jedem Quartett einen Bundesliga-Code nochmal, da wo ihr halt beim Gewinnspiel mitmachen könnt. Also bevor ich verschicke, mache ich alle Quartetts auf und hole die Online-Codes da raus und löse sie bei meinem Account ein. Nein, natürlich nicht. Hier einen Online-Code hier. Zack. Hier steht noch ein Code drauf, den behalte ich mir jetzt aber. Und ich zeige euch einfach mal ganz kurz die ganzen Karten, die es hier so gibt. Spielregeln. Stehen hier drauf, Spielregeln. Also man kann natürlich, ja, man kann auch seine eigenen Spiele machen. Keine Ahnung. Also Quartett ist ja ganz klares Spiel. Ich denke mal, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Spielregeln lege ich hier hin. So, dann haben wir hier immer, ja, Kategorien. Elfmeterkönige. Da haben wir zum Beispiel Robert Lewandowski bei von den Bayern. Dann Timo Werner ist auch ein Elfmeterkönig. Aubameyang ist auch ein Elfmeterkönig und Kramaric ebenfalls. Das war die erste Kategorie. Dann die zweite ist Kapitäne. Das ist Matthias Lehmann, Vedat Ibisevic, Julian Schuster, Slatko Junosovic. Das war die zweite. Die dritte Kategorie, neue Transfers. Und Ginter geht ja mal mega ab bei Gladbach, Leute. Otschipka, Fernandes und Sven Bender. Assist-Könige. Insgesamt gibt es 8 Kategorien, Leute. So wie es sich beim Quartett eigentlich gehört, ne? 8x4 ist ja klar. Marcella, Kostic, Maxim und Yunus Mali. Youngsters gibt es auch. Das ist Josep Brekalo von Stuttgart. Waldemar Anton von Hannover 96. Kingsley Coman. Und Naby Keita. Matchwinner. Lukas Piszczek, Sandro Wagner, hier die Legende, Leute. Marcel Risse und Salomon Kalou. Kalou, wo ich immer den Eindruck habe, hat er überhaupt Lust noch auf Fußball zu spielen? Keine Ahnung. So, Yunchi von Freiburg ist ein Verteidiger. Sané, Westergaard, Naldo, Derby-Matchwinner hier. Derby-Matchwinner Naldo. Jetzt die letzte Kategorie, ne, 9 Kategorien gibt es, hä? Okay, dann gibt es insgesamt 36 Karten. Ups. Upsala. Hasebe, Mittelfeldspieler. Bellarabi. Bayer. Holpi. Und jetzt die letzte. Das ist natürlich nicht nochmal Stürmer. Aber Torhüter fehlen. Hätte man auch noch eine 10. Kategorie machen können mit Torhütern. Also als Beispiel De Blasis. Gomez. Terodde. Und Martin Harnik. Das waren alle Bundesliga-Quartett-Kärtchen. Sind jetzt nicht so hochwertig wie die Matchdex-Karten. Aber. Ja, man kauft sich ein Quartett und man hat die Karten voll. Wenn man alles von Top sammelt, muss man eigentlich auch die Quartettkarten haben. Und das war jetzt das Quartett. Und ihr könnt es jetzt hier mit diesem Video 5-mal abräumen. Also nicht einer von euch kann 5 abräumen, sondern einer von euch kann ein Quartett gewinnen. Der andere kann nochmal eins gewinnen. Und dann habe ich nochmal
weitere 6 Quartetts, die ich dann in den Livestreams immer raushauen werde. Natürlich, Livestreams wird es auch wieder geben. Ankündigungen findet ihr immer auf meinem Kanal. Also wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann solltet ihr eigentlich einen Livestream nicht verpassen, Leute. Also Leute, Glocke aktivieren könnt ihr natürlich auch nochmal. Leute, das war's auf jeden Fall jetzt hier von dem Tops Bundesliga Quartett 17-18. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich denke mal, ich werde nochmal ein Duell aufnehmen gegen einen YouTuber. Mal gucken, gegen wen, dass ich dann auch mal nochmal zocke mit den Quartettkarten. Leute, das war's auf jeden Fall von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.